Diese Blase platzt gleich richtig auf. Erstmal sieht sie gar nicht so spektakulär aus. Das liegt daran, dass das Blasendach sehr dick ist. Wenn die Haut reibt aneinander, dann kann es zu sozusagen Lösungen kommen zwischen den Hautzellen und dann kommt Flüssigkeit rein. Achtung, jetzt gut aufpassen, es geht ran. Er macht das mit unsterilen Instrumenten. Bitte nicht zu Hause nachmachen, sondern ärztlich entfernen.